Jingle bells ringing in my ear. Jingle bell, a sound that's oh so dear. Frosty the snowman is all around town. Watch out for reindeers are falling down. We stay up waiting for Santa tonight. Hello friends und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Food Diary von mir. Heute kommt auch ein richtig, richtig fettes Gewinnspiel auf Instagram bei mir und Vicky online. Also schaut auf jeden Fall vorbei. Es läuft eine Woche, heißt, wenn ihr das Video ein bisschen später seht, nicht schlimm, das läuft eine Woche, das Gewinnspiel. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuschauen. Hello Friends, ich war jetzt gerade mit Vicky im Gym. Es ist jetzt schon, glaube ich, 2 Uhr. Ich habe vor dem Training noch einen Proteinriegel gegessen, habe ich vergessen zu filmen, weil ich ein bisschen in Eile war. Auf jeden Fall gibt es jetzt eine Riesenportion Maiswaffeln mit Pute. Ich freue mich, bisschen Protein zu helfen. Und dann muss ich noch ein bisschen was am Laptop machen und heute Abend um 18 Uhr Gesundheit Bounty. Und um 18 Uhr heute Abend schreibe ich meine Klausur. Perfekt. Ich freue mich nicht. So, Friends, bei mir gibt es jetzt noch Quark mit Beeren und so getrockneten Pfirsichscheiben von Koro. Richtig geil, um noch ein paar Proteine reinzubekommen. Denn ich schreibe jetzt in weniger als 2 Stunden meine Klausur und muss mich danach auch wieder beeilen, um zum Geburtstag zu kommen. Deswegen ist es wichtig, meine Proteine zu safen. Und ich werde wahrscheinlich, wenn ich nach Hause komme, noch schnell irgendwie Toast essen oder so. Irgendwas, was schnell geht. Und ja, deswegen heute mal ein bisschen Reality-Check. Einfach nicht schön, sondern einfach lecker und muss schnell gehen. Perfekt. So, Friends, Klausur ist um. Oh mein Gott. Die hat doch nur eine Stunde gedauert, nicht anderthalb. Jetzt habe ich mich richtig schnell fertig gemacht, war noch mit Bounty draußen, habe mir jetzt ganz schnell Toast mit Aufschnitt gemacht, zeige ich euch gleich. Habe das Geschenk fertig gemacht, habe meine Tasche gepackt, mich fertig gemacht. Ich muss noch die Hose umziehen. Und dann kann es auch schon direkt wieder losgehen. Und ja, genau, das ist mein Plan für heute. Und ich poste euch ein paar Einblicke aus der Karaoke-Bar auf jeden Fall, weil das wird sehr geil. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier mal 2 schnellen Toast. Einmal mit dem Veggie-Fleischsalat und mit Hähnchenbrust, nee, Putenbrustaufschnitt. Ich liebe das ja, wenn die Toast so richtig dunkel sind, ne? Also wenn die so richtig, ja, schwarze Stellen schon haben. Genau, das lasse ich mir jetzt schmecken. Es matcht zu der Geburtstagstüte. Perfekt. Und dann sehen wir uns, glaube ich, morgen erst richtig wieder. Ich blende euch halt ein paar Videos ein. Einen wunderschönen guten Morgen. Es gibt Schokoporridge mit ganz viel Spekulatius-Creme und Pistazienkern. Ich liebe es ja komplett. Einfach für den Farbkick. Auch für den Geschmack natürlich, aber für den Farbkick auf jeden Fall. Ich arbeite gerade schon seit 2 Stunden meiner Take-Home-Klausur hier. Ja, muss ich Montagmorgen abgeben und ich wollte die heute fertig kriegen, damit ich morgen entspannt bin und die dann einfach hochladen kann. Und ja, aber das lasse ich mir jetzt erstmal schmecken. Ich freue mich sehr drauf. Und wie ihr unschwer hören könnt, es baut hier auch ein bisschen. Gut, ich wünsche mir einen guten Appetit. Hola Friends, ich habe jetzt den ganzen Vormittag an meiner Klausur gearbeitet und noch an anderen geheimen Dingen gearbeitet. Und jetzt gibt es bei mir Maiswaffeln mit Pute. As always, ich liebe es komplett. Irgendwann, wisst ihr, ich esse eine Sache immer so richtig lange Zeit, jeden Tag. Und dann habe ich irgendwann gar keinen Bock mehr drauf und esse es so ein Jahr gar nicht mehr. Das ist bei mir immer so. Ja, deswegen bin ich mal gespannt, was als nächste Sucht dann kommt. Wir sind bei Juicery gelandet mit der Vicky und der Esther da hinten. Esther ist noch ein bisschen geil. Und es gibt natürlich Standard wieder, weil wir wollten eigentlich eine neue probieren. Aber wir sind doch wieder auf der alten gelandet. Halt die Klappe. Good morning, Friends. Bei mir gibt es Salted Caramel Porridge mit Topping von Koro. Und zwar ist das hier so ein Brezel-Erdnuss-Mix. Mit Schoko und Karamell. Richtig, richtig geil. Das ist so sweet salty, genauso wie ich es liebe. Und das mache ich mir da drauf. Und lasse es schmelzen. Das ist so geil. Oh mein Gott, ich freue mich so drauf. Friends, bei mir gibt es jetzt Toast. Mein Toast. Ich muss mir ein neues kaufen. Und der restliche Fleischsalat, der vegane. Richtig, richtig lecker. Große Empfehlung immer noch. Das ist der vom Pop. Ich lieb's. Und ich gucke jetzt ein bisschen YouTube-Videos und dann gehe ich mit Bounty raus. Und es ist so kalt geworden, Leute. Es hat einfach 2 Grad draußen. Ich sterbe. Ich esse jetzt noch ein paar Cornflakes. Einfach so ein paar, weil ich einfach gerade richtig Bock drauf habe. Ich weiß nicht warum. Aber ja, ich muss eh mal meine Cornflakes ein bisschen aufbrauchen. Deswegen das jetzt noch als kleines Snack. Mhm. Sehr geil. Ich finde, die schmeckt nicht zu intensiv, die Sucuk. Das ist gut. Ich glaube, ich war
nur einmal in meinem Leben bei Eat for Fit, nur um einen Cheesecake zu essen. Einmal 2020 war ich mit einer Freundin hier mittags. Ja, Kaffeekränzchen um 21 Uhr oder so. Good morning. Bei mir gibt es heute Chocolate Pretzel Peanut Butter Porridge mit dieser Peanut Butter, weil die muss auch mal leer werden. Die wird nämlich schon klumpig langsam. Aber wenn man sie schmelzen lässt, ne, dann geht das schon. Richtig, richtig geil. Oh, die Brezel ist kaputt. Schade. Ich wollte es mal schön dekorieren und dann ist eine Brezel kaputt. Ich heule. Mein zweites Käffchen und ich muss jetzt ein bisschen was für die Uni machen. Und später sehe ich eine Freundin aus der Heimat, weil die tatsächlich heute in Köln ist, zufällig. Und ich freue mich sehr, weil wir haben uns Ewigkeit nicht mehr gesehen. So, Friends, ich habe eben noch ganz schnell Maiswaffeln mit Pute gesnackt, weil ich mich jetzt beeilen muss, denn ich muss jetzt direkt los zur Bahn, um meine Freundin abzuholen. Und wir gehen jetzt wahrscheinlich Kaffee trinken und ich melde mich dann danach wieder, wenn ich zu Hause bin. Guten Abend, Freunde. Wie ihr gesehen habt, waren wir noch bei Super Salad und heute Nachmittag war ich ja mit meiner Freundin unterwegs. Da waren wir bei Juicery Kaffee trinken und jetzt gibt es noch meine Quarkbowl mit Erdnussmus und Erdnussmus, Haselnuss, Kakao, Erdnussmus, Crunchy, wie immer, solange es noch voll ist. Also nicht voll, aber solange es noch nicht leer ist. Und ich gucke jetzt noch eine Folge Take Me Out, endlich mal wieder. Ich habe vor lange nichts mehr geguckt, so serienmäßig, weil ich irgendwie immer unterwegs war. Perfekt. Guten Morgen, Friends. Fragt einfach nicht, wie mein Morgen gestartet hat. Ich dachte, ich schreibe heute um 11 eine Klausur. Hab rausgefunden, ich schreibe die erst morgen um 11. Perfekt. Aber sei eigentlich besser so rum, als wenn ich so verpasst hätte. I guess. Zum Frühstück gibt es jetzt bei mir mein Schokoporridge mit Spekulatius-Cream und Pistazien und Salz drauf. Und boah, also wer die noch nicht probiert hat, try it. Und ja, das muss jetzt so ein bisschen schmelzen und dann wird das so richtig geil. Oh mein Gott, schaut es euch an. Boah, boah, ich lieb's. Oh mein Gott. So, Friends, ich habe mich heute gar nicht gemeldet. Irgendwie war heute so ein richtiger Durchhängertag. Ich war mit Vicky noch im Gym, hatte davor und danach noch was gesnackt, und zwar Maiswaffeln mit Pute. Und danach hatte ich noch einen Proteinriegel. Habe ich vergessen zu filmen, because ich habe mich dann einfach nur in mein Bett gepflanzt, wo Bonti jetzt liegt. Und habe nichts mehr gemacht. Oh mein Gott, ich war so fertig. Und jetzt gibt es einen ganzen Kopf Brokkoli. Oh mein Gott, das ist mehr als gedacht gewesen. Ja, und fast die ganze Packung von diesem Shawarma geschnetzelten noch. Also der Rest, der noch drin war, was fast die ganze Packung ist. Deswegen, ja, gibt das jetzt bei mir. Ich mache noch Ketchup drauf und ich freue mich sehr drauf. Oh mein Gott, vor allem auf frischen Brokkoli. Das hatte ich so lange nicht mehr. Einen wunderschönen guten Abend von mir und Bounty. Bei mir gibt es meine Cardboard. Wie immer, ihr kennt sie mittlerweile. Ich brauche es nicht mehr erklären. Aber seht ihr diese Salzkristalle? Ein Träumchen, sage ich euch. Beste Leben. Good morning, Friends. Bei mir gibt es heute Morgen Cornflakes. Einfach schnell, weil ich muss jetzt gleich zur Klausur und ich habe noch eine halbe Stunde, bis meine Bahn kommt. Und ja, deswegen gibt es jetzt was Schnelles. Cornflakes, diese Lion Cereals mit Sorted Caramel. Richtig geil. Meine Milch steht hier schon bereit, weil sonst weichen die ja zu sehr ein. Und dann melde ich mich nach der Klausur wieder. So, Friends, meine letzte Klausur für dieses Jahr ist um. Oh mein Gott, ich freue mich so. Ich glaub's gar nicht. Auf jeden Fall speichere ich jetzt gerade mein Video für heute ab. Back gerade einen Cheesecake für heute Abend. Und habe mir jetzt, surprise, surprise, Maiswaffeln mit Pute gemacht und Salz. Ich lieb's. Und ansonsten steht jetzt heute nichts mehr an. Ich entspanne wirklich heute nur noch und muss noch ein bisschen Content vorbereiten. Und dann sehen wir uns später wieder. So, Freunde, bei mir gibt es jetzt zum Abendessen eine Pfanne mit Kartoffeln, Karotten und Ei angebraten und Salsa, weil ich kein Ketchup mehr habe. Aber ich hatte noch Salsa im Kühlschrank und das passt, glaube ich, ganz gut, weil Kartoffeln und Salsa könnte nice werden. Und das Ganze lasse ich mir jetzt Kerzenschein schmecken. Ich habe schon meinen Adventskranz aufgestellt, weil Sonntag ist ja der erste Advent. Und Leute, frag dich, der stand ungelogen das ganze Jahr über dahinter. Dahinter habe ich es versteckt. Ich habe es einfach nicht geschafft, den in den Keller zu räumen. Richtig bitter, aber so bin ich halt. Und ja, das lasse ich mir jetzt schmecken. So, Friends, bei mir gibt es jetzt einen Chocolate Cheesecake. Oh mein Gott, ich freue mich so drauf. Der sieht so geil aus. Ich hatte, das war eigentlich spontan, weil ich hatte kein Vanillepuddingpulver mehr, habe Schoko genommen. Habe jetzt noch Haselnuss, Kakao, Erdnussmus drüber gemacht, Pistazienkerne und die zwei Salzbrezeln als Deko. Mehr ist das nicht als Deko. Aber oh mein Gott, ich freue mich. Das lasse ich mir jetzt schmecken. Und dann gibt es noch Proteinriegel. Ja. Jingle bells ringing in my ear. Jingle bell, a sound that's oh so dear. Frosty the snowman is all around town. Good
Morning Friends. Ich war heute Morgen schon mit Vicky trainieren und habe mir jetzt was zum Frühstücken gemacht. Und zwar gibt es bei mir Maiswaffeln. Ich hatte nicht mehr so viel Pute, deswegen habe ich jetzt einfach Maiswaffel-Sandwiches gemacht. Und ich habe noch 2 Churros übrig, weil wir haben gestern ein Video gedreht. Achso, einen Eiskaffee gibt es noch. Und ich habe noch 2 Churros übrig, weil ich habe gestern ein Video gedreht, wo ich einen Tag lang alles auf dem Weihnachtsmarkt gegessen habe. Und ja, das müsste schon online sein. Deswegen checkt es auf jeden Fall aus. Ich verlinke es euch hier oben mal, wenn ich dran denke. Ansonsten mache ich es in der Endcard. Verlinke ich es euch auf jeden Fall. Das lasse ich mir jetzt erstmal schmecken. Ich freue mich drauf und wir sehen uns dann später wieder. So, Friends, es ist jetzt ein bisschen später. Ich habe den ganzen Nachmittag hier richtig gemütlich an meinem Video weitergeschnitten mit Kerzenschein und Musik. Und ach, ich habe schon meinen Adventskranz aufgestellt. Richtig gemütlich auf jeden Fall. Und habe es jetzt soweit erstmal fertig geschnitten, weil das habe ich ja gestern gedreht und es soll Sonntag online kommen. Deswegen muss ich mich ein bisschen sputen. Aber jetzt gehe ich mit Vicky spontan noch zu Rich & Greens, weil meine Pläne für heute hatten sich aufgelöst, weil ich eigentlich zu Millie fahren wollte für eine geheime Sache, die wir machen mussten. Aber es geht heute doch nicht, deswegen bin ich jetzt doch in Köln geblieben und gehe jetzt mit Vicky zu Rich & Greens. Ich freue mich, weil ich habe nichts im Kühlschrank. Also doch, aber nur so Käse-Gnocchi und die möchte ich mir auf jeden Fall, wenn ich Bock drauf habe, weil ich hatte gestern schon Käse-Nudeln, wisst ihr, und dann habe ich nicht heute nochmal Bock auf sowas. Deswegen hebe ich mir das für einen anderen Tag auf und wir gehen jetzt zu Rich & Greens und ich freue mich. Back home gibt es meine Quarkbowl. Ich freue mich drauf. Der Burrito war wieder unnormal lecker. Ja, kann ich nicht mehr zu sagen. Ich habe mir gerade noch einen Wintertee gemacht. Ich liebe es komplett. Hatte eine Gesichtsmaske. Habe mich frisch geduscht. Ach, es ist einfach so gemütlich. Ich habe mir auch eine neue Wärmflasche bestellt. Ich dachte, das wäre nur der Überzug. Aber es ist einfach eine komplette Wärmflasche. Kann man machen. Umso besser. Und schaut es euch an, wie flauschig die ist. Oh mein Gott, die mache ich mir jetzt erstmal. Das ist ein Vibe, Leute. Das sage ich euch. Good morning, ihr Lieben. Bei mir gibt es wieder Porridge. Das sieht gerade auch so voll eklig aus. Das ist die Spekulatiuscreme von Koro. Und die lasse ich jetzt hier so drauf schmelzen. Oh, das ist so geil, Leute. Die ist auch bald schon wieder leer. Ich sag's euch. Das lasse ich mir jetzt nicht schmecken. Dann überlege ich, ob ich ins Gym gehe heute oder nicht. Weil eigentlich habe ich so viel zu tun, dass es zeitlich echt knapp wird alles. Aber ich habe irgendwie Bock. Deswegen, let's see. Das gibt's jetzt erstmal bei mir. Und es ist schön warm und ich freue mich. Und wir sehen uns später wieder. So, Friends. Ich habe heute den ganzen Vormittag damit verbracht, meine Wohnung zu putzen und sauber zu machen und aufzuräumen. Och, es ist so ein geiles Gefühl, wenn alles fertig ist. Also nicht alles, aber ein Großteil. Für den groben Überblick, sodass Millie heute hier schlafen kann, ohne dass sie einen Schock kriegt. Und jetzt habe ich mir was zum Snack gemacht. Ich war gerade schon mit Bounty draußen und gleich geht's zu Celine. Ich muss nämlich noch was für mein Protein abfilmen. Und bei mir gibt es Maiswaffeln mit Pute und einen Apple. Ich habe nämlich gemerkt, ich habe noch Äpfel im Kühlschrank, die langsam mal weg müssen. Und voll süß. Meine Omi hat mir eine Karte mit so einem Adventskalender geschickt. Richtig süß. Habe ich mir hier erstmal schön hingestellt zu meinem Adventskranz und lasse mir jetzt erstmal schmecken. While Santa's busy saying ho, 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 we're feeling jolly eating Christmas cake. And then we go skating on the frozen lake, saying hi to every friendly face. And later we warm up by the fireplace. Carolers are singing outside our door, lovely songs we all heard before. As they walk. So, Friends, das war es jetzt auch hier mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch hier gefallen. Wenn ja, lasst mir sehr gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und schaut sehr gerne auf Instagram vorbei für mehr Content jetzt im Dezember. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns am Mittwoch zum nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.